Kommt schon, Beeilung, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich warte. Achtung, aufgepasst. Ja. Hallo, Jungs. Wird aber auch Zeit, meine Liebe. Bist du bereit? In Ordnung, Leute. Jetzt geht's los. Kate, Antoine, ihr beide gebt uns Rückendeckung. Wenn was Unvorhergesehenes passieren sollte, gebt uns ein Zeichen. Noch Fragen? Ja, ich habe da ein Problem. Was machen wir, wenn nichts? Wir sind schon unterwegs. Dann wollen wir uns den Vogel mal ansehen. Bon voyage! Viel Glück! Donnerwetter, wozu soll denn das alles gut sein? Das ist das Gehirn des Flugzeugs. Und du wirst jetzt ein paar Gehirnwindungen verändern, stimmt's? Schlaues Kerlchen. Zuerst knacke ich den Zugangscode, komme in Robotniks Zentralcomputer und programmiere die Startdaten um. Geschickt, geschickt. Ich nehme an, die Geheimroboter haben Mittagspause, ja? Die sind jetzt zum Essen, stimmt. Nicole. Fertig, Sammy. Zugriff Hauptdatenbank. Passwort, Sammy. Dekodierprogramm laufen lassen für X. Sonic, hör auf damit. Tut mir leid, mein Engel. Leider ist das nun mal ein angeborener Reflex. Etwas mehr Geduld, wenn ich bitten darf. Bitten kannst du so viel du willst, aber Geduld ist was für Kranke. Wir sind im Roboland und das macht mich nun mal nervös. Beeil dich, Sally. Die Spielverderber sind im Anmarsch. Nachricht eingegangen. Bohne? Ach du meine Güte, Sonic. Mein Vater hat mich Bohne genannt, als ich noch klein war. Nicole, gib mir die Quelle dieser Nachricht. Tempo, die Biester kommen immer näher. Erst muss ich rauskriegen, woher die Nachricht kommt. Sie kann von meinem Vater sein. Herkunft der Nachricht. Zone 2, Sektor 9, Quadrant 32. Das ist der dunkle Sumpf. Warum brauchen die denn so verdammt lange? Computer können knifflig sein. Entspann dich, atme. Entspannen? Ja, ja. Eine vorsichtige Idee. Oh Mann, da ist doch schon wieder Sand im Getriebe. Um alles muss man sich selber kümmern. Also pass auf, wir treffen uns an der üblichen Stelle. Sei vorsichtig, Sonic. Zieht euch warm an! Wie geht's mit einem kleinen Laserfangspiel? Oh, da kommt ja meine Prinzessin. Hm.
sitze gemütlich hier und gleich bin ich wieder weg. Da mache ich lieber die Flocke. Da ist Sonic. Sag mal, was machst du hier, alter Freund? Ich habe gar keine Schuld. Kate hat gesagt, ich soll mich entspannen und da habe ich mich angelehnt. Verdammt, wo ist Kate? Er war im Tunnel die ganze Zeit hinter uns und auf einmal war er weg. Da haben wir den Salat. Sie haben ihn geschnappt. Ich düse zurück. Bis gleich. Sonic, ich bin sicher, die Nachricht war von meinem Vater. Ich werde in den dunklen Sumpf gehen und ihn suchen. Antoine wird mir dabei helfen. Antoine? Genau, Antoine. Du machst Witze, stimmt's? Stimmt nicht. Stimmt doch. Stimmt nicht. Mach, was du willst. Worauf du dich verlassen kannst. Wir sehen uns. Deine dämlichen Sprüche schlagen mir auf den Verschluck Magen. Verschluck dich nicht. Komm, wir gehen, Antoine. Ein Moment noch. Sobald ich Kate gefunden habe, donnere ich hinterher zum dunklen Sumpf. Passt auf euch auf, Leute. Und du auch. Na, dann wollen wir mal. Du trübe Tasse Sniffli, wie ist dieser verrückte Igel an meinen Sicherheitssystemen vorbeigekommen? Ich vermute durch einen Luftschacht, Dr. Rupert. Wie, durch einen Luftschacht? Ja, Meister. Versiegle das Ding! Ja, euer Boshaftigkeit. Noch eins. Sie haben einen der Aufsässigen geschnappt. Oh, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Wo habt ihr den Kerl? Bringt den Gefangenen herein! Raus mit der Sprache, alter Junge! Sag, was du weißt, und ich gebe dir mein Bösewicht Unehrenwort, du wirst nicht robotisiert! Und wenn sie sich auf den Kopf stellen, von mir erfahren sie nichts! An deiner Stelle wäre ich mir da nicht so sicher, Kumpel! Ich habe nette Maschinchen aller Art. Die werden dich schon zum Reden bringen, schneller als du denkst. Du wirst singen wie eine Nachtigall. Halte durch, Kate. Geht's dir gut? Robotniks Suchsystem hat Sally aufgespürt. Er weiß, dass sie zum dunklen Sumpf unterwegs sind. Lauf, du musst sie warnen. Ich kann dich nicht im Stich lassen. Ich bin jetzt nicht wichtig. Los, Sonic, hau ab! Keine Angst, Kate, ich hol dich heraus! Recht beschwerlich ist es noch weit, meine Liebe. Das werden wir erst wissen, wenn wir da sind. Ich bin erschreckt.
Antoine, was ist los? Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, meine Nervenprinzessin. Hast du Fieber, Antoine? Du zitterst ja so. Ach, zittern kann man das nicht nennen, meine Liebe. Gut, ich fröstele etwas. Vielleicht eine kleine Erkältung. Diese Bazillen lauern doch überall. Da haben wir es. Mich hat es erwischt. Ich gehöre ins Bett. Das Beste ist, wenn wir wieder umkehren. Gib deinen Plan auf. Niemals, Antoine. Mein Vater ist noch am Leben. Jetzt weiß ich es und ich werde ihn ausfindig machen. Aber wir haben doch keine Ahnung, wo er sich genau aufhält. Nicole, gibt es in dem dunklen Sumpf eine Art Bauwerk? Suche ein Bauwerk. Das Eisenschlossgefängnis. Schematische Darstellung. Das Eisenschlossgefängnis? Wie schrecklich. Komm weiter, Antoine. Aber bitte, meine Liebe, warte. Verflixt nochmal. Ich kann Sümpfe nicht ausstehen. Überall Mücken und blödes Ungeziefer. Da muss ich jetzt durch. Sally! So ein Mist. Hoppla. Das sieht ja schon wesentlich besser aus. Dr. Robotnik, ich habe den Igel im Visier. Der Kerl ist am dunklen Sumpf. Er sucht wohl seine kleine Freundin. Das sind zwei Fliegen mit einer Klappe. Starte die Geheimroboter. Zu Befehl, Euer Gemeinheit. Ist es denn noch weit, meine kleine Schönheit? Wir müssen jeden Augenblick da sein. Oh, mon Dieu, ist das etwa ja, das? Ja, das Eisenschloss. Nicole, gib mir alle Daten, die du hast über das Eisenschloss. Suche Daten. Erbaut 1543. Seit etwa 100 Jahren völlig verlassen. Keine weiteren Daten. Hilfe! Jetzt wird's eng! Hau ab, du fetter Brummer! Pass mal auf, wie ich den reinlege! Ja. Wieder riskieren, Kopf und Kragen zu der Prinzesschen. Sei bitte nicht so ein Jammerlappen, Antoine. Nur Mut, das schaffen wir schon. Ganz ruhig, ganz ruhig. Nur die Ruhe, es ist alles in Ordnung, Moscherie. Klar, wir müssen es schaffen. Los, schneller, wir laufen um unser Leben. Geschafft. Und jetzt du, Sally, komm, halt dich fest. Oh. Nein, 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 mein Kind, ich hasse es. So etwas wie eine, wie hast du gesagt, Jammerlappen zu sein, das bin ich doch nicht. Aber diese grauenvolle, grauenvolle Art ist nichts für uns. Das ist nicht gut für die Gesundheit, weißt du? Sei brav und lass uns nach Hause gehen. Nein, wir werden nicht nach Hause gehen, Antoine. Wenn mein Vater da drin ist, werde ich ihn finden und befreien. Ist das klar? Oh, oh. Oh, du kleine Nervensäge, das ist glasklar, aber... Es gibt kein Aber. Kommst du nun? Antoine! Ja, ja, natürlich. Hier bin ich schon. Ich bin direkt hinter dir, Prinzessin. Wie tröstlich. Danke. Bald habe ich dich gefunden, Sally. Ja.
Prinzessin. Ich denke, ich meine, wir sollten... Antoine, sieh nur. Was liegt da? Ein Stofffetzen aus dem Umhang meines Vaters. Ich erkenne das Muster genau wieder. Er ist hier gewesen. Komm weiter. Upsa, das ist ein schönes Gefühl, von dir auf die Arm genommen zu werden, Prinzessin. Wow, das ist vielleicht ein gruseliges Örtchen. Antoine, mein Vater muss hier gewesen sein. Ja, wir haben eine Eisespür. Da! Mit mir habt ihr wohl nicht gerechnet, was? Sonic! Jawohl, so heiße ich. Sieh mal, was ich entdeckt habe. Ein Computer, na und? Mein Vater muss seine Botschaft an mich von diesem Computer ausgeschickt haben. Sieht ziemlich antik aus, der Kollege. Funktioniert der noch? Das werden wir gleich wissen. Drück die Daumen. Ja! Zugangscode, bitte. Ich versuch's mal. Bohne. Bereithalten für Nachricht. Bohne. Unterdatei überprüfen. Unmöglich. Ende der Nachricht. Das kommt ganz bestimmt von meinem Vater. Er muss geahnt haben, dass ich hierher komme. Fantastik! Aber was soll das bedeuten? Er konnte die Nachricht nicht beenden. Aber jetzt habe ich wenigstens die Gewissheit, dass er noch am Leben ist. Wenn ich nur wüsste, wo er ist. Computer, erbitte Zugriff auf Unterdatei. Überprüfe Unterdatei. Seht mal. Seht euch das an. Wisst ihr, was diese Pläne bedeuten? Sie ermöglichen uns den Zugang zu ganz Robotropolis. Hier, die vielen Tunnel. Von denen habe ich gar nichts gewusst. Ich bin bereit, Sally. Zugriff Hauptdatenbank. Passwort, Sally. Such mal unter... Och, Nicole, hol die alten Daten raus. Zugang gewährt. Transferiere auf holographische Diskette. Oh, hey, was ist denn jetzt? Ah! Oh, mon Dieu, ich habe mir bestimmt etwas gebrochen. In der Zelle war eine üble Falle, daran ändert dein Mon Dieu auch nichts. In welchem Schlamassel sitzen wir jetzt? Oh, er hat sich mir leider nicht vorgestellt, aber er stinkt gewaltig. Aufgepasst, Leute, wartet hier. Wollen doch mal sehen, was das für ein Licht ist. Sonic, ist alles in Ordnung? Falls wir zufällig da lang wollen, die Mühe können wir uns sparen. Aber wieso? Himmels, was ist das? Jemand, den du niemals heiraten solltest. Außerdem ist dein Atem nicht der beste. Aber vielleicht kann gerade er uns helfen. Was? Wie? Lieber nicht. Ruhig, alter Junge. Frag ihn nach seiner Mutter, da wird jedem warm ums Herz. Nein, wir wollen mit dir nicht spielen. Ich habe eine Idee. Sally, greif dir den Bauerring. Gut so. Wenn ich meine Hand hochnehme, rennen wir los. Wird gemacht. Ab die Boss. Festhalten, Freunde. Ja. Ihr könnt wieder rauskommen. Das Ding hat sich verkrümelt. Sonic, woher hast du gewusst, dass das ein Roboter ist? Igelinstinkt, meine Süße. Ich will eure schöne Stimmung nicht stören, aber es gibt da noch ein Problem. Wie zum Teufel kommen wir endlich wieder raus? Nicole, programmiere auf Bohne. Sally, ich warte. Ich habe eine tolle Idee. Wir verschwinden durch diesen Tunnel. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Wenn ich den Plan richtig gedeutet habe, müssten wir ganz in der Nähe sein. Aber wovon? Wirst schon sehen. Wir folgen dieser Lichtquelle. Thank you.
fertig. Jetzt ist alles dicht. Unsere Verfolger können uns nichts mehr anhaben. Na, dann ist ja alles klar wie Kloßbrühe. Ich habe noch was zu erledigen. Wir treffen uns später. Kat? Alarm! Eindringling im Haftanstaltsgebäude! Alarm! Jetzt hat dein letztes Stündchen geschlagen, leichtsinniger Igel! Er startet seine Geheimroboter! Mit lieben Grüßen von mir! Was ist denn jetzt wieder los, Snively? Ruf sie sofort zurück! Ja, sofort, Sir! Hallo, Robotnik! Ich hab gehört, Sie mögen Feuerwerk, also viel ich Spaß! Ich hasse diesen Igel! Sonic the Hedgehog, Sonic.